Humanistische Grüße, meine Lieben. Heute das Thema Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe auch studiert, hatte am Anfang null Plan, wie sowas funktioniert, wie man an so eine Fragestellung rangeht, was man beachten muss, wie irgendwie eine Methode aussehen kann oder allein die Frage, warum, wie denkt man wissenschaftlich, was sind dabei die Grundlagen, auf was muss man achten, wie sieht so ein Forschungsdesign aus? Deshalb heute vielleicht für euch als kleine Hilfestellung. Ein erster Teil zu dem Thema Grundlagen, wissenschaftliches Arbeiten und Denken. Ich bin sicher, da wird es nochmal eine Fortsetzung geben, weil das Thema einfach sehr, sehr umfangreich ist. Und dieses erste Video soll euch ein bisschen dabei helfen, an eurer Hausarbeit zu arbeiten oder vielleicht eine Fragestellung zu entwickeln für eine Seminararbeit oder im besten Fall sogar eine Grundlage zu schaffen für eure Bachelor- oder Masterarbeit, falls ihr irgendwie denkt, okay, ich könnte nochmal eine kleine Auffrischung in dem Thema gebrauchen. Und dazu heute das Video. Los geht's. Ja, ganz am Anfang steht natürlich das Problem oder das Ereignis, also der Grundgedanke der wissenschaftlichen Arbeit. Was ist die sogenannte Forschungs, was ist der Forschungsgegenstand? Was ist die gesellschaftliche Relevanz? Was ist vielleicht, was war das Ereignis, warum ihr euch mit diesem Thema beschäftigt? Was ist die gesellschaftliche Herausforderung? Oder was ist das Problem, was aus irgendwelchen Gründen entstanden ist? Also das ist der Ursprung des Prozesses, die Grundlage eurer Idee der Forschungsarbeit, mit der ihr euch auseinandersetzen müsst, um das Thema festzulegen. Also was ist genau das grundlegende Thema? Ich habe hier für mich gewählt, weil mich dieses Thema immer wieder beschäftigt, an dem Beispiel Kinderarmut. Und das könnt ihr genauso machen. Also ihr überlegt euch am besten ein Thema, was euch irgendwie sehr beschäftigt, wo ihr am besten vielleicht motiviert seid, wo ihr vielleicht schon mit Kontakt hattet, wo ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt und wo ihr vielleicht auch intrinsisch motiviert seid, wo ihr gewisse Überzeugungen habt. Ja, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Das hilft euch natürlich selber, weil ihr dann motivierter seid, aber ihr werdet dann auch ganz, ganz anders als an so ein Thema rangehen, als wenn ihr zu einem Professor hingeht oder zu einem Dozenten und sagt, okay, hier, was haben Sie denn für Themen für mich? Also das als allererstes, ihr überlegt euch, was ist das Problem, mit dem ihr euch grundlegend beschäftigen wollt. Wenn ihr dann ein grundlegendes Thema gefunden habt, ist es an der Zeit, so ein Stück weit das Thema einzugrenzen, weil um bei dem Beispiel Kinderarmut zu bleiben, das ist natürlich ein Riesenthema. Das könnt ihr weltweit untersuchen, aber auch es auf eine gewisse Region begrenzen. Ihr könnt euch Kinderarmut in NRW angucken, in Deutschland gesamt, könnt das vergleichen zwischen Ost und West, könnt zum Beispiel auch nach sozialen Schichten gucken, wie verhält sich das da mit der Kinderarmut, wo sind vielleicht, wo gibt es Eltern, die ärmer sind und dadurch auch eine höhere Kinderarmut es gibt und wie verhält sich das einfach in der Gesellschaft. Also ihr überlegt, nachdem ihr das große Thema habt, euch, wie kann ich das eingrenzen? Also wie kann ich meine Fragestellung ein Stück weit schon mal präzisieren, um den Untersuchungsgegenstand, den Forschungsgegenstand etwas griffiger zu machen, etwas besser einzugrenzen, etwas mehr zu fassen, also vielleicht zu überlegen, nicht nur das regionale, nicht nur die regionale Eingrenzung, wo Kinderarmut, sondern auch schon vielleicht das wie ist die entstanden, was und vielleicht auch wer. Also auch eine Art von grundlegenden Definitionen sich schon mal zu überlegen, Begriffe, aber natürlich auch immer alles im Verhältnis mit den Rahmenbedingungen. Weil ihr habt ja im normalen Studium immer nur eine gewisse Begrenzung an Seitenzahlen. Deshalb müsst ihr auch immer gucken, okay, wie kann ich ein Thema, ein so großes Thema, auch auf diese Seitenzahl runterbrechen. Und das ist ja auch schon ein Stück weit eine Kunst, die man ein bisschen lernen muss, das Eingrenzen, das Abstecken des sogenannten Forschungsrahmens, weil das Thema gerade so groß ist und ihr wollt euch ja in dieser wissenschaftlichen Arbeit nur auf jetzt einen kleinen Baustein beziehen. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie eine Doktorarbeit schreiben würdet, dann hättet ihr sehr, sehr viel mehr Spielraum und könntet sagen, okay, ich gucke mir die Kinderarmut in komplett Deutschland an und untersuche die nach bestimmten Faktoren. Also hier neben dem grundlegenden Thema ein Stück weit die Präzisierung der Fragestellung, des Untersuchungsgegenstandes und das Ein- und Abgrenzen eurer wissenschaftlichen Arbeit. Ja, neben der ersten Eingrenzung mit vielleicht einer bestimmten Region, einer bestimmten Zielgruppe,
kommt die zweite Eingrenzung und ihr überlegt euch, okay, was gibt es denn für Theorien dahinter bei dem Thema Kinderarmut? Welche Daten, Fakten, Zahlen gibt es schon? Wer hat vielleicht schon Bücher darüber geschrieben? Also ihr sucht nach dem theoretischen Unterbau, macht euch Vorüberlegungen, welche Gründe könnte es denn dafür geben in eurer bestimmten Region, in Deutschland, bei dieser Zielgruppe, warum es dort Kinderarmut gibt. Also überlegt euch die Motive, die Gründe, die vielleicht dazu geführt haben und versucht euch Gedanken zu machen, ja, was sind denn die relevanten Faktoren? Welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen auf der einen Seite Kinderarmut und vielleicht auf der anderen Seite, ich habe hier genommen, den Bildungsstatus der Eltern? Das in dem Bereich Theorie, Vorüberlegungen und natürlich grundlegende Literatur, Daten, Studien zu dem Thema müsst ihr natürlich auch recherchieren. Ja, wenn ihr schon ein bisschen einen Überblick bekommen habt, indem ihr andere Bücher gelesen habt, indem ihr Studien gelesen habt, indem ihr euch mit dem Thema Kinderarmut und Bildungsstatus der Eltern beschäftigt habt, ist nun die Frage, okay, ihr müsst das Thema noch weiter präzisieren. Ihr müsst euch überlegen, okay, welche Hypothesen gibt es dazu? Welche Annahmen stelle ich auf? Welche Behauptungen mache ich? Also wie präzisiere ich noch weiter meine Fragestellung? Und dann im nächsten Schritt, wie überprüfe ich meine Präzisierung der Fragestellung? Und in dem Fall habe ich gewählt, Kinder, deren Eltern über keinen Berufs- oder Bildungsabschluss verfügen, leben häufiger in Armut. Das wäre in dem Fall die Hypothese bei dem großen Thema Kinderarmut und dem gesellschaftlichen Faktor oder dem sozialen Faktor des Bildungsstatuses der Eltern. Hypothese, Kinder, deren Eltern über keinen Berufs- oder Bildungsabschluss in zum Beispiel Deutschland verfügen oder in NRW oder whatever, leben häufiger in Armut. Das heißt, ihr grenzt es noch weiter ein mit der Hypothese und müsstet hier natürlich dann auch noch viel, viel mehr die Zielgruppe definieren. Ihr müsstet auch noch vorher natürlich definieren, was bedeutet häufiger in Armut, also wo, ab welcher Schwelle sagt ihr dann, okay, jetzt ist die Person in Armut und ab welcher Schwelle nicht. Also da gibt es ja auch Literatur zu, da gibt es auch Definitionen zu von absoluter und relativer Armut, um nur mal hier die Begriffe zu nennen. Und in dem Bereich sind wir jetzt, wo ihr eure Hypothesen aufstellt, die ihr im nächsten Schritt dann überprüft, messt, belegt oder widerlegt. Ihr habt also einmal die Hypothese und die Gegenthese wäre ja hier, Kinder, deren Eltern über keinen Berufs- oder Bildungsabschluss verfügen, leben genauso häufig in Armut wie Eltern, deren Kinder über einen Bildungsabschluss oder Berufsabschluss verfügen. Also das ist nochmal das Thema Hypothesen aufstellen, Behauptungen aufstellen, eine Annahme machen, um die Fragestellung zu präzisieren und sie dann im nächsten Schritt mit einer gewählten Methode zu versuchen zu beantworten. Ja, wenn ihr eure Hypothesen formuliert habt, wenn ihr eure Behauptungen aufgestellt habt, ist natürlich immer die Frage, wie könnt ihr diese Behauptungen widerlegen, belegen, untersuchen? Und da kommt der Methodenteil ins Spiel. Hier gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt qualitative Methoden, es gibt quantitative Methoden, es gibt vergleichende Literaturarbeiten, ihr könnt eine eigene Erhebung machen, ihr könnt euch Langzeitstudien angucken. Wichtig dabei ist nur eure Herangehensweise. Passt eure Methode, ist eure Methode dazu geeignet, die Fragestellung zu untersuchen? Ist eure Methode also valide? Misst sie das, was sie messen soll? Also die Frage nach der Struktur, der Herangehensweise, den Kriterien, um eure These zu beantworten. In dem Fall, wenn wir bei Kinderarmut und Bildungsstatus Eltern bleiben, könnt ihr natürlich eigene Erhebungen machen, ihr könnt Experteninterviews machen, ihr könnt die Eltern befragen, ihr könnt nach Haushaltseinkommen fragen, nach subjektiver Armut, aber auch objektiver Armut, wenn ihr das an gewissen statistischen Definitionen von was bedeutet Armut in Deutschland festmacht. Ihr könnt euch Langzeitstudien angucken und die miteinander vergleichen und euch die Frage stellen, okay, kann ich diese Studien überhaupt vergleichen? Inwieweit helfen mir diese Studien, diese Zahlen, diese Daten, diese Fakten aus dieser Studie? Passen die zu meinem Untersuchungsgegenstand, den ich festgelegt habe? Also die Zielgruppe, die Region bei dem Thema Bildungsstatus Eltern und dem Thema und dem anderen Faktor der Kinderarbeit.
Dieser Methodenteil ist ganz, ganz wichtig für wissenschaftliche Arbeiten. Da wird immer auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass ihr da sauber arbeitet, dass ihr auch ja, eine vernünftige Struktur habt und eine Herangehensweise, wie ihr eure Fragestellung beantwortet, um dann eine Aussage dazu, darüber zu treffen, welchen Einfluss der Bildungsstatus der Eltern auf die Kinderarmut hat. Wenn ihr euch die Methode überlegt habt, die Fragestellung klar ist, eure Hypothesen formuliert sind, dann kommt der große Teil der Durchführung des Forschungsprozesses, also der Frage nach vielleicht auch einem Pretest, wenn ihr eine eigene Erhebung macht, dass ihr nochmal jemanden über euren Forschungsgegenstand, nicht den Forschungsgegenstand, den Forschungsprozess, also die Methode drüber gucken lasst, sind die Fragen vernünftig formuliert? Macht das Sinn? Sind vielleicht irgendwelche Sachen unverständlich, um da so noch mal ein bisschen die Fehler zu minimieren? Ihr führt also die Forschung dann durch, in einem gewissen Zeitraum, vielleicht auch erhebt die eure Ergebnisse und wertet die dann natürlich noch mal aus, beziehungsweise dann auch im nächsten Schritt gestaltet eure wissenschaftliche Arbeit. Wie das dann aussieht, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Ob das in Form, ihr könnt ja auch eine Posterpräsentation machen. Ihr müsst ja nicht klassisch irgendeine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben. Das sind aber nur so formelle Gründe, auf die wir vielleicht noch mal in einem anderen Video eingehen. Wichtig ist, dass ihr gerade, wenn es eine empirische Arbeit ist, wenn ihr selber Daten erhebt, dass ihr noch mal jemanden drüber gucken lasst über euren Forschungsprozess, über die Methode, um genau diese Fehler zu minimieren, um das zu messen, was ihr messen wollt, um einen Zusammenhang darzustellen und dann eure Ergebnisse transparent darstellt, nachvollziehbar darstellt, damit andere auch vielleicht selber wissenschaftliche Arbeiten daraus entwickeln können oder euer Forschungsdesign so gut wie möglich mit Quellen hinterlegt nachvollziehen können. Ja, ich habe euch hier die ganze Geschichte nochmal versucht, ein bisschen schematisch darzustellen, wie ich daran gegangen bin. Also wirklich von der großen Ebene des Problems, des Grundgedankens, der Relevanz der Forschung. Da fällt natürlich auch ein bisschen eure Motivation darunter für das grundlegende Thema, die Herausforderung in der Gesellschaft, mit der ihr euch befassen wollt, hin zu der schon einer kleinen Konkretisierung im Sinne der Fragestellung des Untersuchungsgegenstandes, der Ein- und Abgrenzung, wer was, wie, wann, wo, die grundlegende Definition zu dem Thema, zum Beispiel Armut, ab wann wird die festgelegt, statistisch, bei den zum Beispiel Einkommens-, Verdienst-, Vermögensgrenzen, auf welche soziale Schicht wollt ihr euch beziehen, um dann hinzukommen, noch weiter ins Detail zu der Theorie der Vorüberlegung mit dem zum Beispiel Bildungsstatus der Eltern versus Kinderarmut. Um dann die These aufzustellen, okay, Eltern, deren Kinder über keinen Berufs- oder Bildungsabschluss verfügen, leben häufiger in Armut. Wenn ihr das alles gemacht habt, kommt wieder der Methodenteil, die Frage wie erhebt ihr, wie belegt ihr eure Hypothesen oder widerlegt sie, wie untersucht ihr eure Fragestellung und dann die Frage, wie stellt ihr die ganze Geschichte dar? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Humanistische Grüße, Fragen, Anmerkungen gerne in die Kommentare oder an meine E-Mail. Ich freue mich drauf. Bis bald.